Willkommen zu einem neuen Video und heute mit einem ganz besonderen Gast, und zwar Danergy! Hallöle! Das neue Opfer für heute, und ich bringe Ihnen Phasmo bei und wie man Geister jagt, und es erwarten euch tolle, lustige Runden, die wir so noch nie gesehen haben. Und ich würde sagen, wir gehen los. Checkt auf jeden Fall mir, unten. Wie es geht. Auf jeden Fall. Und checkt auf jeden Fall unten in der Beschreibung Dans Kanäle ab. Es wird nice. Wir sind gerade live auf Twitch. Und freuen uns sehr, und der Chat begrüßt euch auch wieder recht herzlich. Let's go. So, Dan. Alright, hallo? He's the man. Was ist dein Van? Schau mal, was ich kann. Das zeige ich jedem, der hier frisch da ist. Oh. So, das musst du jetzt dreimal machen, weil erst dann bist du bereit, Geister zu sehen. Okay, kein Problem. Ich kümmere mich drum. Du musst aber auch das Schlaggeräusch dazu machen. Achso, ich dachte, das kommt wirklich aus. Ja, genau. Ehrlich. Sehr gut. Jetzt siehst du Geister. So, Regel Nummer 1. Wir nehmen uns mal die Taschenlampe hier. Am besten die hier, auf die ich leuchte. Ja. Ah, wow. Wie nehme ich Sachen? Auf E. E habe ich. Ich habe eine Taschenlampe. Eieiei. Genau, okay. Also, ich erkläre dir mal alles. Was steht denn hier? Hier steht eine Tafel. Optionale Ziele. Wir haben 4 Ziele. Das erste Ziel ist eigentlich immer, den Geist zu ermitteln. Das heißt, es gibt verschiedene Geister und wir haben verschiedene Gadgets, um zu ermitteln, um welchen Geist es sich eigentlich im Endeffekt handelt. Aha. So, der Geist hat einen Namen, der heißt Nancy Birch. Und ist ganz wichtig, man darf den Namen nicht so oft sagen, sonst wird der Geist aggressiv. Hier siehst du unsere Sanity, weil wenn wir da reingehen, werden wir verrückt. Das heißt, umso tiefer die ist, umso schneller huntet der Geist uns und jagt uns. Ah, ich habe eine Scott-Stream-Anfrage, glaube ich. Ja, genau, die musst du noch annehmen. Annehmen. Yes, let's go. Es hat funktioniert. Sehr schön. Ja, sie. Sehr schön. So, und da oben siehst du die Karte. Ja. Die ist wichtig. Das ist jetzt aber eigentlich ein bisschen irrelevant, glaube ich, bei Fortgeschritten. Hier unten ist ein Timer. Ab 2 Minuten 30, weil wir Fortgeschritten haben, haben wir Zeit, bevor der Geist überhaupt handeln kann. Das ist gut bei Fortgeschritten. Und ich würde sagen, du nimmst jetzt gerne mal das hier, dieses Gerät mit dem orangenen Fensterchen. Das ist eine Geisterbox. Mhm. Mit der kannst du mit den Geistern sprechen. Also nur manche Antworten. Irgendwie aufmachen oder? Genau, einfach durchscrollen, und wenn du rechtsklickst, drückst, geht es an. Das machen wir aber erst. Was ist denn die erste Aufgabe hier? Die ist, entdecken Sie, welche Art von Geist es sich handelt. Das machen wir jetzt im Prinzip, indem wir hier diese Sachen holen. Okay. Ich habe Gefriertemperatur vergessen, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Dann nehme ich mal noch die Kamera, und du kannst gerne das Geisterbuch nehmen. Gibt es auch einen Becher, damit ich reinkacken kann, wenn ich Angst das habe? Das gibt's auch, aber du kannst auch, guck mal, man kann zum Beispiel, weil es gibt tatsächlich die Möglichkeit, wenn deine Sanity unten ist und du Bauchschmerzen hast, dann gehst du in die Hocke und dann wird es besser. Guck. Ah. Danke für die Information. Ich glaube, es wird Zeit, oder? Das war der Weckruf, ja. Genau, weil dann kannst du schneller laufen. Also bevor der Geist dich huntet, gehst du runter, lässt ab und dann rennst du schneller. Okay, cool. Danke für die Information. Können wir jetzt starten. Genau, es heißt auch Schittophobia statt Phasmophobia. Okay, ja, lass uns mal reingehen. Nein. Keine Angst, komm. Hör auf, mich zu drücken. Ich drück doch gar nicht. Doch, ich hab gesehen. Aber was übel geil ist, das Game hat ein Update. Und wie heißt du denn auf Steam? Auf Steam heiße ich Danergy. Ja, weil das Coole ist, der Geist sagt deinen Steam-Namen, wenn du... Also, aber nur manche. Schnauze, wirklich doch, jetzt? Doch, doch, doch. Das ist richtig gruselig, oh mein Gott, ey. Deswegen. Ich werd mir so in die Hose kacken. Ja, das ist richtig gruselig. Oh, wir haben den Schlüssel vergessen. Ich warte, ich hol kurz. Anfängerfehler. Nein, lass mich nicht alleine. Süß. Richtig süß. Hallo? Was? Ja, komm, Lutz, let's go. Sie sind ja die Expertin. Ja, ich bin ja für dich da. Komm. So.
So, let's go. Kakophobia. Das ist, wenn du auf J drückst, kannst du auf Überblick gehen. Das ist Nancy Birch. So. Jetzt aber ganz leise und vorsichtig hier drin, ne? Also. Am besten, du läufst jetzt immer rum, nimm mal deine Geisterbox. Wenn du T drückst, machst du die Kamera, ist die Lampe eh immer an. Also du kannst die Lampe, genau, deine Taschenlampe ist ja an. Ja, genau. Und dann, genau, wir suchen jetzt den Geist. Sagst du mal, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Was soll ich machen? Also, ja, das stimmt schon. Im FM da steht, wann weiß ich, wann er vor mir ist? Eigentlich antwortet der dann immer einfach. Gib uns ein Zeichen. Ich mach mal kurz unten Strom an. Oh, ich werd gleich... Weil ab dem Punkt können wir die Temperatur anmachen. Ich kacke mir gleich so in die Hosen. Du kommst auch noch mit, süß. Gib uns ein Zeichen. Wir müssen erstmal den Raum finden. Ich glaube, die Geisterbox kannst du noch ausmachen. Wir suchen den erstmal. Gib uns ein Zeichen. Und sobald du irgendwas hörst, musst du mir Bescheid sagen, ja? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Oh, oh, oh. Oh. Gib uns ein Zeichen. Hast du was gehört? Ja. War das hier? Über. Oh, ich habe was gehört. Du hast gehört? Da oben eine Tür. Über uns, ja. Gib uns ein Zeichen. Oh mein Gott. Gib uns ein Zeichen. Die Tür ist aufgegangen, glaube ich. Hier, oder? Gib uns ein Zeichen. Wir kommen in Frieden. Gib uns ein Zeichen. Der hat gerülpst hier links im Schrank. Aber du hast doch gesagt, der war unten. Ich habe irgendwas gehört. Kann der uns noch töten? Ja, aber hallo. Oh nein. Gib uns ein Zeichen. Der war doch hier, oder? Ja. Geist, zeige dich. Oder ist die Tür aufgegangen? Gib uns ein Zeichen. Ach, ich glaube, die war das, oder? Ich werde gleich so schreien. Weißt du, Gnu, du gehst hier durch, als ob du Pfadfinder bist. Gib uns ein Zeichen, los. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Der hat Denergy gesagt. Gib uns ein... Verarsch mich nicht. Ich schwöre, der hat Denergy gesagt. Echt jetzt? Aber wo hier jetzt? Ich schwöre... Oh mein Gott, ich hab Gänsehaut gerade. Gib uns ein Zeichen. Sag meinen Namen. Warum hat sie meinen... Hat er meinen Namen gesagt? Du musst sagen... Mach mal eine Geisterbox an. Ja. Und sag, bist du hier? Bist du hier? Oder sag mal... Sag meinen Namen. Sag meinen Namen. Energy. Ja, er hat gesagt. Oh, wie gruselig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, dann mach mal Geisterbox aus. Gib uns ein Zeichen. Chat, ich bin so am Arsch gerade. Ich schwitze am Arsch. Gib Sorry, uns... Dass das sage. Alles gut. Ich schwitze auch gerade voll am Arsch. Läuft gerade runter. Aber wieso sehen wir den Geist nicht? Das ist doch... Gib uns ein Zeichen. Weißt du, manchmal muss man hier auch alleine rein und mit Geistern reden, weißt du? Ja, okay, gut, dann gehe ich mal jetzt Nein, alleine. Nein, du musstest, du hast die Geisterbox. Was? Du hast die Geisterbox. Okay. Nein, lass mich doch nicht... Aber ich bin doch hier. Du kannst mich doch nicht die Tür hinter dir zumachen. Ich bin doch hier. Du musst ihn jetzt was fragen. Ja, genau, ich frage ihn jetzt. Bist du hier? Ah! Gnu, mach die Tür auf! Die Tür ist doch auf! Hat er was gesagt? Ich warte mal kurz. Dieser Geist hört sich irgendwie nach einem Mädchen an, das ich kenne. Das stimmt nicht. Ey, du hast mich ganz Zeit verarscht. Du brauchst dich. Ey! Ich glaub's nicht, dass ich wirklich geglaubt habe gerade. Hört sich das so echt an? Ich dachte nicht, dass es so... Das ist halt so gut, weil ich kenne halt das Game nicht und weiß halt nicht, wie die Sounds sind eines Geistes und du hast es einfach gemacht. Oh, wie geil. Ich dachte nicht, dass es funktioniert tatsächlich. Ah, die Lara macht es immer so. Okay. Warst du das jetzt das oder war das? Das war ich, ja. Oh
Mein Gott, du machst das voll gut, Alter. Kein Wunder, 400 Stunden, Alter. Okay, das wäre ein krasser Held. Okay. Und der Toilette so. Machen wir die Geisterbox kurz aus? Ja. Also, Tenochi, ich möchte, dass du jetzt in die Toilette kackst. Genau, also irgendwie haben wir das Problem, dass wir den Geist gerade nicht finden und unsere Sanity ist am Arsch. Ich glaube, er hat halt vorhin irgendwo eine Tür aufgemacht. Ich mache jetzt mal, guck jetzt mal kurz hier durch, weil... Gib uns ein Zeichen! Genau. Gib uns ein Zeichen! Zeige dich, Geist! Das ist echt komisch, gell? Dass der sich gar nicht zeigt. Habe Chicken Wings. Wollen wir hier mal lang? Gib uns ein Zeichen! Ey, das ist so weird, dass wir den... Ich habe halt leider auch... Können wir den Namen mal sagen? Ja. Nancy Birch! Nancy Birch! Nancy Birch, 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 Birch. Ja, einmal, nicht ein Lied ausmachen. Hey, und noch mal doch ein Lied aus für sie, wie für mich. Nancy Birch, Birch, Birch. Gib uns ein Zeichen. Ah ja, genau, ganz wichtig, wenn der Geist huntet, dann komm mit mir und wir müssen dann alles ausmachen. Licht, Geisterbox, alles. Gib uns ein Zeichen. Oh, der hat das Ding ausgemacht, deswegen haben wir keine Gefriertemperatur. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Der Geist hat... Ich glaube, der Geist hat voll Angst, weil ich so hart reintroll, dass er denkt, ey, what the fuck? Gib uns ein Zeichen. Also unten ist der, glaube ich, nicht. Nee. Okay, dann lass uns mal hochgehen. Gibt's noch eine Treppe nach oben? Mm-mm. Aber ich glaube, ich habe halt oben eine Tür gehört. Ich glaube hier. Okay. Gib uns ein Zeichen. Nancy Birch. Nancy, du süße Maus. Gib uns ein Zeichen. Nancy Birch. Nancy, gib uns ein Zeichen. Das ist wirklich weird. Also, dass die so wenig zeigen, hatte ich auch schon lange nicht mehr. Ist es, weil es fortgeschritten ist? Ich habe keine Ahnung. Oh, ich habe was gehört. Was war das? Gib uns ein Zeichen. Hier ist auch nichts irgendwo runtergeschmissen. Siehst du irgendwelche Gegenstände auf dem Boden? Außer jetzt irgendwelche Handtücher? Nee, waren wir hier unten schon? Gib uns ein Zeichen. Ja. Ich gucke auch gerade, es gibt in jedem Gebäude immer so einen verfluchten Gegenstand. Gib uns ein Zeichen. Vielleicht seht ihr den ja irgendwo, weil damit kann man auch ermitteln, wo der ist, weil das ist wirklich weird. Also das hatte ich schon lange nicht mehr. Ich glaube, der Geist ist gegangen. Echt jetzt? Ja, der dachte sich, ey, die Gnu nimmt dann... Warst du das? Oh, fuck. Komm, sie huntet. Komm, 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 komm. Komm, komm, hier rein, komm. Mach Licht aus. Licht aus, in die Ecke. Habe ich Licht aus? Psst. Ich glaube, wir sind fertig gehuntet. Alter! Okay, komm, wir müssen mal schnell raus. Unsere Sanity ist am Arsch. Genau, wenn der Geist huntet, kann der kleinste Furz uns zur Tod bedeuten. Oh Gott. Das heißt, wir dürfen gar nichts sagen. Okay, warte mal. Also, nimm mal beide Sanity-Pillen, weil wir waren echt... Oh mein Gott, 17%. Hey, wir haben nicht eine Sache gefunden, das gibt's doch nicht. Hast du die schon reingepoppt? Ja, nimm dir beide. Ich habe halt leider die scheiß Gefriertemperatur vergessen. Wir müssen die jetzt... Was bringen diese Sandy-Pops? Sanity-Pops. Erstmal bist du dann nicht mehr zu schwängern und deine Sanity ist hoch. Das heißt, der Geist handelt nicht mehr so schnell. Ist die Pille danach. Ich will gerne die Kamera mitnehmen. Noch nicht. Wir müssen erst den Geist ermitteln. Lass uns mal schnell reingehen. Es kann doch nicht sein, dass wir in Fortgeschritten jetzt hier sterben, Energy. Das kann ich nicht zulassen. Ja, also, ne? Der Pfadfinder macht es. So.
Also, ich würde sagen, jeder von uns latscht jetzt hier mal rum und sucht den. Und ich suche mal nach dem verfluchten Gegenstand. Okay. Gib uns ein Zeichen. Der ist überhaupt nicht aktiv, der Geist. Gib uns ein Zeichen. Und verfluchten Gegenstand finde ich auch keinen. Nope. Gib uns ein Zeichen. Nix. Das ist so komisch, ey. Also das hatte ich noch nie. Dass ein Geist sich einfach versteckt vor uns. Wollen wir vielleicht neu starten? Ja, wenn er sich jetzt, wenn er sich jetzt nicht gleich zeigt, dann machen wir aber Albtraum gleich. Okay. Gib uns ein Zeichen. Das gibt's doch nicht. Ein Zeichen. Ey, kam der eigentlich von unten? Zeig dich mir! Hinter die Puppe hinten rechts im Raum. Gib uns ein Zeichen. Oh ja, hier! Endlich! Was denn? Hier ist der Geist. Mai, okay. Oh Mai, ey. Genau, jetzt gehen wir hier rein, mach mal die Geisterbox an. Ja. Und frag ihn, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Du musst reingehen. Kannst du das nicht machen? Nein, ich komm auch mit. Gib mir ein Zeichen. Geist, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Hat der hier gerade auch was hingeschmissen? Oh, ja, wo? Hä, er schmeißt doch hier Sachen. Ah, hier, im F3. Hier ist er. Gib uns ein Zeichen. Wir haben Gefriertemperatur. Okay. Glaube ich. Okay, warte mal. Sagen? Lieber gerade nicht. Ah, wir haben Orbs. Geil. Okay, also wir haben einmal, ich trage das kurz ein, ich erkläre dir das gleich. So, und wir haben Gefriertemperatur. Okay. Mhm. So, genau, lauf mal gerne durch den Raum und sprech mal ein bisschen mit ihm. Ich bin hier. Mhm. Gib uns ein Zeichen. Bitte, ein Zeichen. Frag mal, wie alt bist du? Wie alt bist du? Super. Echt so an. Okay, mach mal ruhig aus. Was hast du noch dabei? Ein Geisterbuch, oder? Nee, habe ich nicht mitgenommen. Was hast du noch dabei? Nichts. Okay, dann müssen wir noch mal kurz hoch und was holen. Ich habe nur die Pillen gegessen und das war's. Okay. Okay. Aber das ist nicht schlimm, weil wir können jetzt sogar Dinge ausschließen, die es nicht sein könnten. Ja. So. Endlich, ey. Ich glaube, der war richtig eingeschüchtert. Was meinst du? Also wir haben ihn sozusagen die erste Quest, oder? Noch nicht. Also wir haben jetzt, man braucht immer drei Beweise. Wir haben jetzt halt den Raum, in dem er sich befindet. Jetzt kann ich gucken. Kann ich da was mitnehmen? Es ist ein Revenant Yurai Hantu Ornirio. Revenant wäre Geisterbuch, brauchen wir auf jeden Fall. Mhm. Fingerabdrücke auf jeden Fall auch. Nehme ich mal mit. Genau, das Buch hier würde ich doch mal mitnehmen. Ja. Das Buch, was macht das Buch? Das schreibt er dann rein, das musst du dann hinlegen. Hast du es genommen? Auf E nimmst du das. Ich glaube, du hast es noch nicht. So, wo denn? Du musst, ja, genau. Und was hast du noch dabei? Ich glaube, Geisterbox kann es auch nicht mehr sein, oder? Weiß ich nicht. Kann ich das einfach mit Onryo, E hinlegen, oder wie? Warte. Ja, auf E droppen oder auf G. Onryo wäre Geisterbox. Ich glaube, Onryo ist es nicht. Genau. Ja, ist es da irgendwo? Was hast du jetzt dabei? Ist irgendwie runtergefallen hier. Das ist nicht schlimm, die kann da liegen bleiben. Ich glaube, Geisterbuch und diese komischen Leuchtpunkte da würde ich mal mitnehmen an deiner Stelle da. Welche Leuchtpunkte? Die da. Also das Schwarze, sorry, das Schwarze da vor dir, was ich anleuchte. In der Mitte, ne? Ja. Okay. Okay, let's go. Wie viel? Was mache ich damit? Sanity? Okay. Das sage ich dir gleich. Das musst du auf dem Boden machen und da läuft der manchmal durch. Dann kann man, das wäre dann der letzte Beweis. Dots heißt es. Okay. Ich glaube aber, dass wir aufpassen müssen, weil er huntet jetzt gleich. Da schreibt auch schon jemand Incoming Revenant Double Kill. Ich fühle ja. Warte, ich muss kurz auf die Dings ändern. Meine Kategorie, also ich bin immer auf das Chatting. Okay. Ja. Gib uns ein Zeichen.
ich schon. Gib uns ein Zeichen. Öffne die Tür. Gib uns ein Zeichen. Du musst runterkommen. Auf B kannst du mit mir über Walkie-Talkie sprechen. Oh, fuck. Over and out. Hey! Hey, sie singt! Sie singt! Nu! Ich glaube, die huntet. Ja? Wo bist du? Okay, sie huntet doch nicht. Oh, oh Gott. Ich bin rausgelaufen. Wie mache ich die Tür auf? Genau, wie mache ich die Tür auf? Oh Gott! Ich will hier raus! Die ist ja richtig scheiße, ey. Oh mein Gott, ist die gruselig. Oh mein Gott, wo ist denn Dan? Lebt er noch? Oh, Dan, raus hier! Oh mein Gott, Dan! Dan! Was ist passiert? Die hat gehandelt! Mach die Tür zu wieder! Oh mein Gott, ey, das war richtig creepy. Ich würde sagen, wir gehen. Der Geist ist echt scheiße. Ja, okay. Bitte. Ich glaube, wenn es ein Revenant ist, sind wir am Arsch. Das hatte ich aber echt noch nie. Hast du das überlebt? Ich weiß es nicht. Ich wusste auch nicht, ob die gerade huntet oder irgendwie, was weiß ich was. Doch, die hat gehuntet. Mein Gott, die blöde Kuh. Mein ganzer Bildschirm hat zugeflattert und ja. Ich bin einfach nur weggelaufen. Du hast überlebt. Ich würde sagen, es ist ein Revenant. Du gehst mal auf J. Ja. Dann gehst du auf Beweise. Beweise? Oben? Ja, hab ich. Und da siehst du, wir haben Gefriertemperaturen, das kreuzst du an, und wir haben die Geisterorb. Das kreuzst du auch an. Yes. Und ich würde sagen, es ist ein Revenant. Den kreuzst du einfach an. Genau. Revenant. Einfach, dass er umkreist ist. Also das ist ein, okay. Das ist ein Psychopathengeist, sorry, aber sowas hatte ich noch nie. Lass es abhauen. Weg von hier! Weg von hier, Dan! Es ist nicht safe! Meine Güte, was für eine Psycho-Runde war das bitte, ey. Holy shit. Es war ein Revenant, wir hatten recht. Oh Gott. So. Okay, wir nehmen jetzt mal ein größeres Haus, wo wir abhauen können. Wir machen jetzt aber mal Profi. Ich habe so das Gefühl, du brauchst ein bisschen Action. Ja! Geil. Ready. 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 So. Okay, Dan. Ja? Der Guy heißt Heather Martin. Ja? Nimm mal gerne wieder die Taschenlampe hier. Okay. Ja, ja. Und dann... Ah, ich hab schon wieder die Gefriertemperatur vergessen, Mann. Oh, no. Dann nimm gerne mal das Geisterbuch hier. Ja, mach und ich. Das in der Mitte, das, was du vorhin hattest. Ja. Ja. Gut, dann lass uns direkt rein. Ich guck kurz. Ah, okay, da ist die. Gut, dann mache ich schnell Heizung an. Und dann achten wir auf. Also, jetzt ist ganz wichtig: jetzt ist Profi. Das heißt, sobald wir reingehen, kann der hunten und der huntet sehr schnell. Das heißt, ich würde immer sagen, dass wir relativ schnell wieder rausgehen. Und weil der ist jetzt echt stramm. Okay, ich bleib jetzt hinter dir stramm. Okay. Stramm hinter mir. Und als letztes machen wir eine Albtraumrunde. Oh, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Es ist ein Hentai. Alter. Ich habe mich halt literally wirklich erschrocken, Alter. Es ist wirklich ein Hentai. Gib uns ein Zeichen. Das ist der gefährlichste Geist überhaupt, weißt du das? Gib uns wirklich ein Zeichen. Nein. Gib uns ein Zeichen.
Das ist so Hentai. Dumm. Zeig dich mir, Amanda Choktum. Gib uns ein Zeichen. Shigi. Ich kann Shigi nicht mehr. Shigi. Sie haben ein Soundboard. Oh, hier oben. Ich hab's gehört. Danke, King Cringy. Gib uns ein Zeichen. Ich will nur schnell seinen Raum ermitteln, damit wir hier wissen, wo er ist. Hier ist ein Knochen. Ich glaube, er ist oben. Gib uns ein Zeichen. Wie sieht denn so ein Zeichen dann aus? Indem er irgendwas umschmeißt, erschreckt. Also hier ist er, glaube ich, nicht, weil hier sind alle Türen zu. Gib uns ein Zeichen. Oder ist er vielleicht doch hier? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Mann. Gib uns ein Zeichen. Was haben wir denn eigentlich heute für Geister, ey? Echt, die sind alle AFK. Die haben heute, die denken schon Sonntag. Die dachten sich diese, ja genau. Draußen ist Sommer, was wollt ihr hier? Es ist viel zu früh, Mann. Das ist wirklich so. Wir fangen doch erst um 21 Uhr an. Gib uns ein Zeichen. Hast du denn die Kopfhörer auf laut? Weil manchmal machen die irgendwo in der Ferne Türen auf. Gib uns ein Zeichen. Ich müsste eigentlich alles hören. Ich höre die Uhr auch. Wieso sind die so schwer zu finden? Überblick. Heather Martin, gib uns ein Zeichen. Was meinst du? Keine Ahnung, ich hab so Ratschen gehört. Achso, das war gleich mein Buch, oder? Hörst du das? Hörst du das? Nee. Okay. Gib uns ein Zeichen. Es kann doch nicht sein, dass der schon wieder so schwer zu finden ist, der Sack. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Oh, die Tür waren wir noch nicht drin. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Ich hab Angst, dass Sanity gleich wieder am Arsch ist. Ist eigentlich der Strom noch an? Ja, ist noch an. Gib uns ein Zeichen. Komm schon, wo ist er denn? Ich weiß es nicht. Ich bin es nicht gewohnt, dass sie sich nicht zeigen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Heather Martin. Heather Martin! Lass uns mal kurz unsere Sanity abchecken. Ey, gar keine Leiden, nichts! Der macht, jetzt macht er was, wo wir rausgehen. Super. Ich würde sagen, eine Sanity-Pill nehmen wir. Er macht gerade was. Ich habe den Ausgang so angesteuert. Ich gehe mal kurz rein, weil er macht gerade was. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Heather. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Das ist aber schon krass. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. No? Ja. Alles gut? Ja, irgendwie. Ich hole mal kurz die Kamera, weil der will. Also die Geister haben heute keinen Bock auf uns. Das ist genau, das nennt man wohl Ghosting. Die Geister ghosten uns. Wir werden geghostet von den Geistern. Das ist wirklich so. Das ist voll frustrierend. Komplett. Was gibt's denn hier noch? Wenn die Geister einen ghosten, ey. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo Orbs sehe. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ja? Einmal zur Seite, jetzt geht's los. Okay, geil. Gib uns ein Zeichen. Ich bin.
Geist, der diesem Hause betrieb. Was war das? Das war meine Lampe. Achso. Ich muss mal kurz mein EMF holen. Der Geist hat Feierabend, ne? Das gibt's doch nicht. Aber er macht auch gar nichts. Ich würde gern mal. Ja, deswegen. Oh nein, ich komme nicht mehr in mein EMF, denn! Nein, warte, von der Seite hier. Ah, jetzt hab's. Ich würde gern mal einen Test machen. Zieh durch. Du gehst mal kurz rein und redest mit dem. Ich will gucken, ob er dann aktiv wird. Weil es könnte sein, dass der nur auf einer Leine achtet. Es gibt schüchterne Geister. Er macht jetzt gerade irgendwas. Und warum klickst du mich dann rein? Weil ich dir vertraue und weiß, du machst das gut. Okay. So. Zeige dich, Geist. Er macht gerade irgendwas. Sag mal seinen Namen. Heather. Heather Martin. Ja, da reagiert er ein bisschen drauf. Also in irgendeinem Raum ist er gerade aktiv. Also er ist aktiv, wenn man allein reingeht. Ach, siehst du das hier dann? Ja, da deine Sanity ein bisschen besser ist als meine, würde ich sagen, du gehst noch mal rein. Komm schon, Dan! Eine Wette, ja, her damit. Das ist ein richtig schüchterner Geist. Der ist schüchterner Geist, red mal mit ihm. Sag mal, Heather, was geht, zeige dich. Warum ist meine Sanity schlechter? Das hatte ich aber wirklich selten, dass zwei Geister hintereinander so schüchtern sind, hatte ich extrem selten. Bis eigentlich gar nie. Ich muss tiefer rein, aber ich traue mich nicht. Dann tauschen wir mal. Komm du mal her und guck du mal auf diese Leiste und ich gehe rein. Das macht da wieder gar nichts. Das gibt's doch nicht. Hey, warum sind die Geister heute so schüchtern? Dan, du machst die Geister schüchtern. Das Licht ist mir auch hier. Also, viel zu dunkel, das Licht. Heather, gib uns ein Zeichen. Okay, ich achte auf die aktuelle Gesamtaktivität. Sehr gut. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Licht ist aus. Gib uns ein Zeichen. Oh ja. Gib uns. Mach weiter so. Gib uns ein Zeichen. Ach du Scheiße. Okay, ich hab sie. Geht's dir gut? Ich hab sie. Soll ich dazu kommen? Yep. Okay, die Sau ist also hier. Wo denn? Wo bist du denn? Die ist hier. Die war hier. Die ist hier in dem Raum. Hier ist die. So, warte, ich mach mal kurz. Oh. Dan? Gib uns ein Zeichen, Dan! Oh, Arschlecken. Belastend. Ach, er ist auch tot. Ach, scheiße. Ach, du warst auch tot. Was passiert? Du bist auch tot gewesen. Ja. Aber ich dachte auf Profi
Hunted, tötet die nur einen? Keine Ahnung. Also, sie war auf einmal da, so, du hast gesagt, hier bin ich. Ich laufe so in dir rein, auf einmal, bam, tot. Aber, also auch mal in den Chat, ist es nicht so, dass sie bei Profi nur einen tötet und dann hört die auf zu handeln? Was geht ab, Laligo, Lulu? Ey, die Schweine haben darauf gewettet, dass wir sterben. Wow. Die machen ja gerade ihre perversen Kanaldeals. Mhm. Aber Dan, da du es heute ganz wild möchtest, würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch eine Runde Albtraum. Ist das krass? Das ist heftig, ja. Das schaffe ich oft auch gar nicht. Okay, komm. Das war ein zweiter Hand. Ach so, du bist schon viel eher gestorben. Oh mein Gott. Okay, also wir brauchen jetzt einmal. Das Geile ist jetzt bei dem Geist, also wenn du Albtraum spielst, der, also eigentlich ist so bei Profi, der tötet dich und dann ist der Hand vorbei. Und dann hast du wieder Zeit zu entkommen. Bei Albtraum, bei Albtraum ist so, wir müssen uns auf jeden Fall aufteilen, weil die kann jetzt einfach unendlich lang töten. Und wenn die zum Beispiel mich tötet, dann handelt sie dafür länger. Das heißt, ein Geist kann im Albtraum-Modus alle vier auf einmal wegmachen. Hm. Sympathisch, gell? So, wir brauchen auf jeden Fall das Thermometer, das Allerwichtigste. Und Kruzifixe. So. Ich mach jetzt ernst, Chef. Hast du auch noch ein bisschen Geld? Ja, ich kaufe dir, was brauchst du, Geisterbuch? Nee, was ganz gut wäre, wäre ein Stativ. Ganz unten, 25. Mhm. Kannst du das schon kaufen? Nee, ich habe nur $20. Okay, warte, dann hole ich das Stativ. Und eine Kamera haben wir sowieso alles. Ich kann eine Kerze kaufen. Ja, eine Kerze wäre doch süß. Ja, komm. Ich kaufe eine Kerze. So. Gut. Okay, bereit. Hinzufügen. Moment. So, bam, was, was, so. Oh je, das wird jetzt schrecklich. Thermometer haben wir, das Allerwichtigste. Let's go. Uiuiuiui. Boom, boom, boom. So. Das ist jetzt Albtraum. Das jetzt hört der Spaß auf. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's richtig ernst. Okay, Lampen. So, das heißt. Eine Lampe. Ich nehme das Buch mit. Ja. Und was brauchen wir noch? Buch und gerne das Dots-Ding in der Mitte. Ich würde es jetzt so machen, weil wir jetzt extrem viel und schnell Sanity verlieren. Ich würde schnell rein rushen. Würde ganz schnell den Generator suchen, den anmachen und ab dann können wir ihn suchen. Wir sehen, wie du siehst, jetzt auch nicht mehr unsere Sanity. Wir sehen auch nicht mehr, ob er irgendwelche Sachen macht. Das ist jetzt kaputt. Hm. Und die Sanity geht jetzt noch schneller runter als normal. Mhm. Also, ich würde sagen, let's go. Du kannst trotzdem gerne mitkommen, wir müssen nur schnell machen. Okay, let's go, let's go. Merkst schon in meiner Stimme, jetzt bin ich so richtig ernst, gell? Ich bin kein Schisser mehr. So, ich gehe kurz runter und check ab. Gib uns ein Zeichen! Oh ja, ich habe schon was gehört. Gib uns ein Zeichen. Das glaube ich oben. Ich glaube, es ist in der Küche. Gib uns ein Zeichen. Ich hab hier was. Ja, AMF5. Wir haben schon den ersten Beweis. Ja. Und dies hier. Der Beweis ist übrigens auch so, momentan, mittlerweile. So, Strom ist an. Es ist mittlerweile so, die geben statt 3 Beweise nur noch 2. Okay. Das heißt, wir können hier auch gar nicht. Ich kann hier gerne das Buch mal hinlegen und diesen Dots-Ding. Das heißt, wir haben auch gar nicht die Möglichkeit, wir müssen auch später raten, was er ist. Ja, AMF. Oh. Genau, okay, genau. Auf G oder so. Auf so einem Tisch kannst du es auch legen. Schreib in das Buch. Und dann diese Dots kannst du nehmen und hier zum Beispiel, hier, wo ich hinleuchte, hinplacen, da. Aha, oder? Auf G, dann musst du auf C in die Hocke und dann auf G platzieren. So? Nicht ganz. Das kann ich es auch kurz nehmen. Hier so? Nee. Nimm's nochmal und platzier's mal auf F oder auf F, ja. Sorry. Ja. Lass uns schnell mal rausgehen. So. Das schaffen wir jetzt. Das schaffen wir jetzt. So. Also, wir haben EMF5. Das droppe ich mal weg. Dann würde ich sagen, nehme ich mal die Kamera mit dem Stativ. Dann können wir gucken, ob hier irgendwo Dots gibt. Du merkst schon, das ist schon ein ganz anderes Gameplay jetzt hier, ne? Drehen wir jetzt ein YouTube-Video drin? Ich mache das alles ins Video. Es war alles lustig. So.
Ich meine, machst du das mit dem Stativ, ob wir jetzt drinnen im Geisterhaus ein Video drehen? Ach so, ja, das auf jeden Fall. Direkt so, ehrlich gedacht. Schon gar nichts Neues mehr so. Ich wollte gerade mit Leertaste so dodgen, als ob ich so springe. Wird alles verwertet. So, okay, ich drop mal hier die Kamera. Lass mal ganz schnell kurz runtergehen. Das hier ist nämlich ein Ouija-Brett oder ein Ouija-Brett, haben die Leute gesagt. Das ist ganz lustig. Wo war das? Ah, hier, tatsächlich. Oh mein Gott. Denn wir sind am Arsch. Ist so ein Dings. Ja. Warum? Ich zeig dir das mal. Lass uns mal kurz rausgehen. Ja. Weil. Was heißt das? Wir checken kurz ab, ob wir noch einen Beweis finden, und dann machen wir das Ouija-Brett. So. Ist es das mit diesen U und A und so? Ja. Eieiei. Jetzt gucken wir aber überhaupt, ob man wegen den Dots überhaupt was sieht. Wie das aussieht. Machst du mit der Nase das gerade? Ja. Orbs. Siehst du Orbs? Ich sehe nichts. Orbs. Orbs. Wie sehen denn diese Orbs aus? Das sind so kleine Kügelchen, die fliegen durch die Gegend. Nee, sieht nicht so aus. Ich fress mal kurz Sanities und geh nochmal kurz rein und du bleibst mal und guckst, ob du hier gleich irgendwo Kügelchen siehst. Okay. Ich bin gleich wieder zurück. Wird gemacht, Sir. Und ich mache auf jeden Fall ein Kruzifix rein, damit wir nicht getötet werden. Kruzifix. Dann handeln die nämlich nicht, wenn wir Glück haben. Der Hand. Oh ja, definitiv ist er hier. Sieht gut aus vor der Kamera, muss ich sagen. Sag mal, der macht die ganze Zeit Licht aus, will der mich verarschen? So, okay, warte. Oh mein Gott, es ist gruselig. Oh Gott, es ist wirklich schrecklich. Okay, er ist da hinten. Oh Gott, ich hab Angst. Ich komme gerade nicht auf mein Leben klar. Oh nein, meine Lampe! So, jetzt. Siehst du irgendwas, wenn du durch die Lampe guckst? Also, es ist pixelig, aber nicht so komische schwarze Dinger. Oh Gott, es ist gruselig. Oh Gott, es ist gruselig. Was war das? Hab ich das gehört? Okay, ich guck mal kurz. Ich guck mal kurz durch die Cam, warte. Was war denn? Es hat sich so angehört, es hat ein Wal gerülpst. Ein Wal gerülpst? Also ich sehe keine Orbs. Ich würde sagen... Jemand schreibt in den Chat, ich habe 900 auf dein Abnipping gesetzt, also geh rein. Nimm aber erstmal Sanity. Ach ja. Ich glaube, der Geist hat ein Laserschwert, ja. Okay, lass uns mal zusammen reingehen, let's go. Okay, let's go. Okay, das Ouija-Brett machen wir am Ende, das wird gruselig. So, und danke für die ganzen Subs, die lese ich nachher vor, vielen Dank. Zeige dich. So. Gib uns ein Zeichen. Oh, Fingerabdruck. Wir haben dann eigentlich fast alle Beweise. Wie öffnet man Türen eigentlich? Ist eigentlich Mimic auch ein... wenn du drauf drückst auf E und dann kannst du die aufziehen. Mimic hat aber auch Fingerabdrücke, ne? Hm. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt raten. Wir haben jetzt eigentlich alle. Ich guck nochmal kurz hier durch, ob ich irgendwas sehe. Aber er wird es eh nicht zeigen. Also eigentlich ist es egal. Dann lass uns mal Ouija-Ready machen, das ist lustig. Ja. Komm mit, ich werde dich in die Künste des Ouija-Bretts einführen. Ja. Ja. So, ich würde sagen, wir machen das jetzt so. Ich drop das hier. Ganz wichtig, beim Ouija-Brett ist wichtig, dass man immer sich verabschiedet, bevor man geht. Sonst zerbricht es und dann huntet der direkt. Boah. So, das heißt, ich mache das jetzt an und du fragst ihn, wo bist du zum Beispiel, okay? Von hier aus draußen oder rein? Ja, also du musst, wir müssen kurz rein. So, hier. Jetzt frag ihn. Du musst so rein, dass du dieses Rauschen hörst. Also du musst so weit rein, dass du dieses Krummeln hörst. Genau. Jetzt frag ihn. Wo bist du? Zeige dich mir. Guck mal, er schreibt schon was. Du musst ihn nochmal, frag ihn mal, wie alt er ist. Wie alt bist du? Und dann, warte, warte kurz, bis er fertig geschrieben hat. So, jetzt frag ihn nochmal. Wie alt bist du? Und schau nach unten.
Wie alt ist er? 26. Frag mal, bist du böse? Bist du böse? Sag ihm mal, suchen und verstecken. Suchen und verstecken? Sag ihm mal Hide and Seek. Hide and Seek? Sag ihm mal Verstecken spielen. Oh, ich hätte irgendwas nicht sagen. Verstecken spielen? Oder wie war das nochmal? 5, 4, 3, 2. Tschüss, auf Wiedersehen. Oh my gosh. Ich hab's verkackt, ne? Tschüss, auf Wiedersehen. Nee, eigentlich sucht ich hab's verkackt. Der sucht dich dann. Ich so, tschüss, auf Wiedersehen. Und, also eigentlich, wenn du suchen, verstecken machst, macht er es kaputt, weil er dich dann sucht. Was ist jetzt eigentlich, wenn man jetzt reingeht? Echt ein sympathischer Gigi. Geist. Der hat nicht mal gesucht, ne? Das ist voll der nette Geist. Der ist friendly. Wollen wir rein? Ja. Aber geh du zuerst. Ich habe alle Gegenstände gekauft. Hey, wenn ich rein. Nein, ich habe alle Gegenstände gekauft. Wenn ich tot bin, muss ich wieder alles neu zahlen. Ich habe kein Geld manchmal mehr. Muss ein Pfadfinder tun, was ein Pfadfinder tun Nein, muss. Ich habe vorhin schon, weißt du, wenn man stirbt, nein, weißt du was, wenn man stirbt, verliert man alle Gegenstände und ich habe keine Kohle mehr. Dafür soll ich sterben. Okay, Hunted, versteck dich. Oh, doch nicht, oh doch. Oh doch. Komm schnell, oh doch nicht. Komm rein, oh doch nicht. Komm rein! Komm rein! Okay, und jetzt! Gnu, ich schwöre, wenn ich diese zu eng mal aufkriege. Yes! Ah, verdammt! Was sollte das? Das war der Geist! Ich bin jetzt sauer. Nein, der kommt zurück! Dan! Das war der Geist! Dan, du musst es hier aufräumen! Das war der Geist? Ja, weil du ein. Du hast doch runtergezählt. 3, 2, 1. Dann versteckt, dann spielt er mit dir. Du musst es hier aber aufräumen, sonst kommen wir nicht mehr rein. Guck, du musst es erst aufräumen. Was und hast du da gerade versucht? Du musst die. Du musst die Teile aufsammeln. Du musst die Teile aufsammeln. Ich sammle da gar nichts auf. Du musst. Es geht nicht. Du musst dazu rein. Du musst dazu rein. Ja, klar. Möglich. Als ob die Mechanik nicht über diesen Rad geht. Nee, geht nicht. Das hörst du doch am Soundeffekt. Das ist wirklich so gemacht. Das ist so eklig. So gemein. Also okay. Gut, ja, gehen wir rein. Und klär das jetzt mal. Komm. Okay, warte. Wir müssen noch gucken, was der Geist sonst noch so braucht. Okay, warte. Soll ich noch eine Sendung trinken? Also, guck mal. Bring sie dazu, den Geist eine Kerze auszublasen. Das kannst du doch machen. Ja, so. Das kann ich gut. Also, kannst du gut. Das will ich sehen. Okay, also, guck mal. Hier, ich hab dir die Kerze angemacht. Die nimmst du jetzt in die Hand. Ja. Wo ist die Kerze? Da hinten? Nee, ich sehe sie nicht. So, hier, da. Da kannst du die nehmen auf E. Ah, da ist sie, okay. Genau. Die hältst du jetzt in der Hand und wir gehen jetzt zum Geist. Und dann, wenn er sie auspustet, haben wir einen Punkt. Okay. Isn't it lovely? So, gib uns ein Zeichen. Ich weiß gerade nicht, wo der Geist ist, der wandert auch. Geh mal kurz hier in die Richtung, Kerze hier irgendwo aus. Hin. Und dann stell die vielleicht mal irgendwo ab auf dem Tresen oder so. Hab ich? Gib uns ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen! Scheiße, die ist in diesem Ding drin. Oh, da ist was angegangen. Ah, okay. Der ist ja, genau, dann ist er ja hier. Hat er die Kerze ausgepustet? Kannst du die Kerze mal da hinstellen? Weiß ich nicht. Kannst du das nochmal abwegnehmen? Ah, da. Genau, stell die mal dahin, wo es rauscht. So. George Robinson, gib uns ein Zeichen. Hat er sie ausgepustet? George, 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 George Robinson, Robinson, Robinson.
Ja. Hast du gesagt, ne? Alter, guck mal, wie sie schreit fünfmal den Namen und macht die Tür zu. Die Kerze ist doch nicht ausgepustet. Vertrau mir, nächstes Mal spielen wir so ein Horrorspiel, was ich kenne. Und dann bringe ich dich in die Ecke. Okay, gerne, ich bin voll dabei. Ja, die Kerze ist noch an, Dan. Du hast deinen Job nicht gut gemacht. Hier, nimm die Sanity und regel das. Ja. Sei ein Mann. Ich bin kein Mann. Nimm die Kerze mal in die Hand und lauf durch den Raum und sag, puste die Kerze aus oder so. Ach, ich liebe es. Hallo. Komm schon, trau dich, du Schüchternes. Gnu? Ja? Kannst du nicht mit mir kommen? No, okay. Wenn er so arm fragt. Spaß, ich schaff das schon. Ich kann auch mitkommen. Ah, die ist leer. Die ist auf. Okay, warte. Ja, er hat sie ausgepustet. Okay, wo hast du eigentlich den Fotoapparat? Ah, den hab ich. Jetzt kommen wir nämlich zur Masterclass. Das muss jeder machen, damit mir Phasmus spielt, um ein echter Phasmo-Profi zu sein. Du musst ein Foto vom Geist machen. Geil. Das heißt, du nimmst die Kamera. Da bin ich drin, da bin ich gut drin. Wo ist die Kamera? Die liegt hier auf dem Boden. Ja. Schreist die ganze Zeit seinen Namen und sagst, zeige dich. Und sobald es sich zeigt, machst du ein Foto und rennst weg. Okay. Okay. Aber du kommst mit, ne? Ich beobachte dich hier durch die Kamera. Du schaffst es, Dan. Ich hätte Kopfkamera mitnehmen sollen. Da hätten wir noch besser schauen können. Ja. Ihr habt Spaß, ne? Ja. Trau dich! Wie heißt er nochmal? George Robinson. Alter, Käsebrot mit Senf übertreibt komplett. Ich bedanke mich gleich bei allen. Vielen Dank. Ihr seid so gestört. George Robinson. Ich glaube, er ist in der Küche. Wenn du ihn siehst, sofort erstmal Foto machen. George. Sag mal, zeige dich. Er zeigt sich nicht. Ich glaube, du musst ein bisschen länger bleiben, sonst funktioniert es nicht. Sei ein Mann. Was tust du da? Du musst schon drin bleiben. Denn sei ein Mann. Sei ein Mann, du kannst es schaffen. Geheimnisvoll, so gleich so wie der Dan. Ich bekomme gleich einen Diss-Track von mir. Hey. Sag ihm, er soll sich zeigen und er heißt George Robinson. Ich glaube, ich habe das Kruzifix hingehauen, deswegen handelt er nicht. Oh mein Gott. Ich bin rausgelaufen, da irgendwas piept. Ja. Was piept? Ja, es macht so düt. Das ist Auto, das musst du ausmachen. In der Garage. Traust du dich das? Ja, bin ich jetzt alleine die ganze Zeit unterwegs? Ja, du musst jetzt hier, also die Phasmo-Prüfung. Ey, Dan, danach hast du nie wieder Angst. Ist das Piepen noch an? Ja, es hupt gerade, pupt ganz halt. Es pupt. Meinst du etwa so? So da. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt überhaupt auch mal überlegen, was für ein Geist es sein könnte. Vom Verhalten her... Du, komm mal kurz, hier gibt es ein Problem. Was denn? Ich hab mir in die Hosen geschissen. Das wird den Geist überhaupt nicht gefallen. Gefallen.
Was ist es für ein Geist? Jin, Meiling, Obake, Goryeo. Er ist halt super schüchtern, ne? Wie mache ich das aus? Na, hier muss irgendwo ein Autoschlüssel rumliegen. Was sind denn die Geister so? Mühling! Schwächen geben häufig paranormale Geräusche von sich. Ein Mühling ist dafür bekannt, dass er bei der Jagd leise ist. Ein Mühling ist sehr lautstark und aktiver. So. Ich kündige. Nein! Lampe! Hier ist es. Ich kündige. Hier. Okay, dann lass uns jetzt den Geist ermitteln. Goryeo, ich lese gerade, was es sein könnte. Stärke an Goryeo zeigt sich in der Regel nicht nur vor der Kamera, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Schwächen, sie werden selten weit entfernt. Also ich würde sagen, es ist keine Ahnung. Was glaubt ihr denn, was es ist? Hast du schon mal die Beweise eingetragen? EMF und Fingerabdrücke? Mm-mm. Mach das mal kurz. Beweise, EMF und Fingerabdrücke. Mhm. Mühling, Obake, Goryeo oder Jin? Ich würde Goryeo sagen. Wie der Chat. Es ist kein Hentai, okay. Es ist ein Goryeo. Und dann fahren wir. Okay, hab ich. Es ist ein Gin Tonic. Genau. Uff, ja. Ich mache ein Foto von mir. Es war ein Obake. Aber es ist nicht schlimm, wir haben trotzdem Money gemacht. Oh. Dan, du bist Level 2, du bist ein Mann. Let's go, ich hab's geschafft. Du bist ein Mann. Nein, nein, Mann. Du kannst es schaffen in Phasmophobia, sei ein Mann. Aber Dan, ich würde sagen, das nächste Mal spielen wir mit Lara und mit Reef. Hey, sehr gerne. Dann organisieren wir das, Leute. Wenn ihr das sehen wollt, lasst viele Daumen nach oben da und ganz viel Liebe und checkt auf jeden Fall Dan ab. Der ist jetzt auch auf Twitch und unten in der Beschreibung findet ihr seinen YouTube-Kanal. Vielen Dank, ich hatte sehr viel Spaß. Du warst ein sehr guter Anfänger und ich würde sagen, du bist bereit für die verrückte Lara. Ja. Das wird richtig stramm.